Plan, der am Wochenende im Parteivorstand verabschiedet wurde, und der drohende Kollaps des Gesundheitssystems. Und danach ist wie gewohnt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und damit möchte ich jetzt auch das Wort an Herrn Schürdewan übergeben. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Der Parteivorstand der Linken hat an diesem Wochenende getagt und wir haben dort uns verständigt nach sehr zielführender Diskussion auf einen Friedensplan, auf einen Weg zum Frieden in der Ukraine. Der fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigt uns nunmehr seit 10 Monaten, hält die Welt in Atem. Die Gefahr einer Eskalation besteht. Die Angriffe gegen die zivile Infrastruktur haben den Krieg ausgeweitet auf die Zivilbevölkerung. Das ist verbrecherisch und es braucht umso dringlicher jetzt eine schnellstmögliche Beendigung dieses fürchterlichen Krieges. Ich will damit einsteigen, festzuhalten, dass die Forderung nach Friedensverhandlungen, dass die Forderung nach Diplomatie keine Parteinahme für Wladimir Putin darstellen. Auch wenn das in der deutschen Debatte oft so dargestellt ist oder wird, nein, das ist nicht der Fall. Die Forderungen nach Verhandlungen und Frieden dienen einzig und allein darum, das Leiden der Zivilbevölkerung so schnell wie möglich zu beenden, das Leiden und das Sterben in der Ukraine zu beenden und endlich wieder einen Weg aus diesem fürchterlichen Krieg zu finden. Und deshalb hat sich der Parteivorstand auf folgende Schritte verständigt, die wir der Bundesregierung antragen zu gehen, die wir fordern von der Bundesregierung, dass sie annimmt, dass sie umsetzt. Erstens, es braucht jetzt den Start von Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den Präsidenten Zelensky und Putin auf Einladung der Vereinten Nationen unter Hinzuziehung der Europäischen Union. Und ich finde, dass da Emmanuel Macron und auch Olaf Scholz eine Schlüsselrolle zu spielen haben und unter Einbeziehung Indiens und Chinas. Indien ist ein wichtiger Wirtschaftspartner Russlands. China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner und auch politischer Partner Russlands. Dort liegt der Schlüssel, um Druck auf Wladimir Putin auszuüben und ihn an den Verhandlungstisch zu zwingen. Zweitens, als Linke fordern wir die Durchsetzung von Sanktionen, die gezielt die Fähigkeit Russlands zur Kriegsführung beeinträchtigen und gleichzeitig so wenig wie möglich die breite Bevölkerung in Russland oder Deutschland treffen sollen. Und trotzdem braucht es jetzt auch eine klare Perspektive für ein Ende der Sanktionen. Das heißt, in dem Moment, wo Russland sich auf die offiziellen, also das russische Militär sich auf seine offiziellen Positionen vom 23. Februar zurückzieht und damit auch die Resolution, die entsprechend in den Vereinten Nationen umsetzt, erhält Russland die Garantie, dass alle nach dem 24. Februar, also nach dem Angriff, nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine beschlossenen EU-Sanktionen in diesem Moment aufgehoben werden. Wir brauchen also eine Perspektive für die Zeit nach dem Krieg. Und dazu gehört für uns auch, dass ein langfristiger Dialog eingerichtet wird zwischen der Ukraine, zwischen Russland, der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten über die Frage von Abrüstung und einen wirtschaftlichen, technologischen Austausch und die Respektierung wechselseitiger Sicherheitsinteressen. Dazu gehört die gegenseitige Garantieerklärung des Nichteinsatzes von Atomwaffen. Dazu gehört aber auch, dass Russland erklärt, diesen Krieg nicht auf andere Länder auszuweiten, genauso wie das die NATO erklärt, nicht in diesen Krieg einzutreten. Und jetzt mit Blick als abschließender Punkt auf die kommenden Wintermonate braucht es natürlich einen ganz starken Ausbau, einen unmittelbaren Ausbau der humanitären und medizinischen Hilfe für die Ukraine. Wir fordern die Aufnahme von russischen Oppositionellen und Kriegsdienstverweigerern hier in Deutschland und in der Europäischen Union. Und gleichzeitig muss sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass es einen Schuldenschnitt für die Ukraine gibt, nicht nur ein Schuldenmoratorium bei den Gläubigern, sondern einen Schuldenschnitt, um einen raschen Wiederaufbau unabhängig von den internationalen Kreditgebern zu ermöglichen. Das ist ein möglicher Weg zum Frieden. Dazu haben wir uns als Linke verständigt und dazu fordern wir die Bundesregierung auf, diesen Weg zu gehen. Es braucht jetzt endlich alle Möglichkeiten, alle diplomatischen Möglichkeiten, um diesen Krieg zu beenden. Die Bundesregierung muss dort ihre Passivität überwinden. Und wir als Linke haben folgenden Vorschlag unterbreitet: einen Weg zum Frieden, den linken Friedensplan
um diesen fürchterlichen Krieg endlich zu beenden. Zum zweiten Punkt, der drohende Kollaps im Gesundheitssystem wird immer unerträglicher, immer mehr Menschen erkranken in dieser Jahreszeit. Wir wissen, dass die Zuspitzung der Lage im Gesundheitssystem schon seit langer Zeit bedingt durch die Finanzialisierung, durch die Ökonomisierung, durch die Privatisierung im Gesundheitssystem anhält. Karl Lauterbach ist mit großen Versprechungen gestartet. Leider hat er bislang kein einziges dieser Versprechen tatsächlich umsetzen können. Wir wissen, noch immer sollen Patienten eher entlassen werden, weil einfach zu wenig Personal in den Krankenhäusern, in den Kliniken vorhanden ist. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Die Patientinnen und Patienten sind akut gefährdet, unterversorgt zu werden. Gleichzeitig haben wir ein neues Problem, das jetzt mit dem Anstieg der Krankheiten in dieser Jahreszeit einhergeht. Es fehlen 1.000 unterschiedliche Medikamente in Deutschland derzeit, um für eine angemessene Gesundheitsversorgung zu sorgen. Insbesondere auch was Kindermedikamente betrifft, haben wir eine akute Unterversorgung in Deutschland. Das bringt mich zu zwei politischen Forderungen, um den Pflegenotstand nachhaltig zu beheben. Und um auf diesen Winter adäquat vorbereitet zu sein, brauchen wir natürlich mehr Stellen. Wir brauchen mehr Gehalt, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Das heißt, wir fordern jetzt eine Rückholprämie für ehemalige Beschäftigte im Gesundheitssystem in der Pflege von 10.000 Euro pro Kopf, pro Person. Und zweitens, der Staat steht in der Pflicht, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die Gesundheitsversorgung, das Gesundheitssystem ist ein strategischer Sektor. Die Ökonomisierung muss zurückgedreht werden. Wir brauchen wieder ein Übergewicht des Öffentlichen, auch im Gesundheitssystem. Das heißt, Europa, die Europäische Union, aber auch Deutschland braucht Gesundheitssouveränität. Die Produktion von Medikamenten muss zurück nach Europa geholt werden. Wir brauchen eine Souveränität für eine gute Gesundheitsversorgung statt die Abhängigkeit von Big Pharma. Und deshalb fordern wir einen Sofortplan für den öffentlichen Ausbau von Kapazitäten für die Medikamentenproduktion in Deutschland und der Europäischen Union bei Abstimmung mit den privaten Produzentinnen. Vielen Dank dazu. Und ich würde gern die Gelegenheit nutzen, nachdem ich die beiden inhaltlichen Punkte angesprochen habe, jetzt, da das voraussichtlich die letzte Pressekonferenz der Linken in diesem Jahr sein wird, die Gelegenheit zu ergreifen, um auf die Situation, auf das Jahr zurückzublicken. Das Jahr 2022 war ja für viele Menschen in Deutschland und in Europa kein gutes. Die Inflation ist durch die Decke gegangen, die Energiepreise treiben den Leuten wirklich also Angstzustände sozusagen zu, die Nahrungsmittelpreise steigen, Sorgen und Ängste haben massiv zugenommen. Gleichzeitig hat der Krieg zu einer massiven Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Und deswegen würde ich gern die Gelegenheit nutzen, trotzdem Danke zu sagen. Danke an unsere Mitglieder, die sich aktiv dafür eingesetzt haben, um eben genau solche Missstände in der Gesellschaft zu beheben, indem wir als Linke als Impulsgeber in Erscheinung getreten sind, indem wir in die politische Debatte die Idee eines Strompreisdeckels eingebracht haben, indem wir aktiv gegen die ungerechte, unsoziale Gasumlage gekämpft haben, indem wir jetzt aber auch einen Friedensplan vorstellen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Also einen herzlichen Dank an unsere Mitglieder, die diese Position so aktiv auch in der Öffentlichkeit vertreten haben, die auch im Rahmen des heißen Herbstes mit Protest auf die Straße gegangen sind und die Bundesregierung zu einer Kurskorrektur bewegt haben. Ich möchte aber auch den Bündnispartnerinnen danken in den Bewegungen, in Gewerkschaften, in Verbänden, in der Zivilgesellschaft für die gemeinsame politische Arbeit, die wir in diesem Jahr geleistet haben. Daran wollen wir im nächsten Jahr anknüpfen. Die Linke will weiter Impulsgeber als linke Opposition zu dieser Bundesregierung sein und die Bundesregierung zu Kurskorrekturen zwingen, da wo es notwendig ist. Darin besteht auch unsere politische Wirksamkeit, die wir unter anderem im Zusammenspiel mit unseren 4 Landesregierungen im Bundesrat als Bundespartei, als Landesverbände, als 16 Landesverbände immer wieder unter Beweis gestellt haben. Und ich wünsche uns allen erstmal natürlich, wenn es soweit ist, ein paar erholsame, gute Feiertage. Ich wünsche Ihnen ein paar erholsame, gute Feiertage, wünsche Ihnen und uns aber auch ein kämpferisches Jahr 2023. Die Linke wird in diesem Jahr gebraucht werden und wir stehen dafür bereit, unsere Rolle als Impulsgeberin und als politisch wirksame Kraft
als die linke Opposition in der Bundesrepublik auszuüben. Vielen Dank. Gut, recht herzlichen Dank. Dann, wir haben ein paar Fragen bekommen. Die ersten Fragen sind von Herrn Bocho. Der hat zwei Fragen. Die erste Frage ist, in Ihrer Friedenserklärung erwähnen Sie die Krim nicht. Warum nicht? Weil wir uns an dieser Stelle an den Resolutionen der Vereinten Nationen orientieren, Herr Bocho, aber das ist eine gute Frage. Die Vereinten Nationen fordern Russland auf, sich auf die Position des 23. Februars zurückzuziehen, also das Militär dorthin zurückzuziehen, um überhaupt den Weg für Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Diesen Weg sehen wir als richtig an. Wir unterstützen die Position der Vereinten Nationen an dieser Stelle. Und letztendlich ist es dann Sache auch der Verhandlungspartner, der Verhandlungsparteien, also Russland und der Ukraine, unter Vermittlung der Vereinten Nationen und unter Beteiligung der Europäischen Union und Chinas und Indiens, entsprechend tragfähige Lösungen für die Souveränität und Integrität der Ukraine zu finden, um diesen Krieg nachhaltig zu beenden und in einen nachhaltigen Friedensprozess zu überführen. Die zweite Frage von Herrn Bocho ist folgende. Sie sprechen sich für Sanktionen aus, die nicht die breite Bevölkerung in Russland und Deutschland treffen. Welche Sanktionen wären das? Und heißt das, Deutschland soll das Ölembargo einstellen und sich für die Öffnung von Nord Stream 2 einsetzen? Vielen Dank für die Frage, Herr Bocho. Ich setze mich und meine Partei setzt sich ein für Sanktionen, die gezielt den Machtapparat von Putin treffen und damit seine Machtbasis im Inneren erschüttern. Das heißt, wir brauchen gezielte Sanktionen gegen die Oligarchinnen und Oligarchen, die sein System tragen. Da sind die Sanktionen gar nicht weitreichend im Moment genug. Davon sind ungefähr gut 1.000 Menschen betroffen. Aber wenn man die 20.000 Multimillionärinnen und Millionäre in Russland gezielt sozusagen sanktionieren würde, Mitarbeiterinnen, führende Mitarbeiterinnen der Armee und Mitarbeiter der Geheimdienste, dann würde das entsprechend Spuren hinterlassen. Das ist ein Weg, den wir vorschlagen. Und zweitens geht es darum, natürlich gezielte Sanktionen gegen den militärisch-industriellen Komplex zu verhängen, um die militärische Angriffsfähigkeit Russlands einzuschränken. Diese Sanktionen befürworten wir. Sehr kritisch bin ich, was die Sanktionen vor allem der Bundesregierung gegen die Öllieferung durch die Druzhba-Pipeline betrifft. Ich halte das für einen fatalen Fehler, dass die Bundesregierung einseitig, ohne dass es dazu überhaupt einen europäischen Beschluss gibt, diese Öllieferung durch Druzhba einstellen möchte. Damit wären ostdeutsche Industrieregionen, vor allem Schwedt, PCK, die Raffinerie PCK, aber auch das Chemiewerk Leuna in massive Schwierigkeiten gestürzt. Die Bundesregierung agiert hier völlig blind auf dem ostdeutschen Auge, hat sich als Musterstreberin und Musterschülerin geriert, was zum Nachteil der ostdeutschen Bevölkerung, aber auch zum Nachteil der Versorgungssicherheit, insbesondere in Berlin und Brandenburg, führen kann. Das ist völlig inakzeptabel. Das Öl muss weiter durch Druzhba so lange fließen, bis es Alternativen dazu gibt, die die Standorte erhalten können und bis tatsächlich auch Entwicklungsperspektiven für die Standorte mit den Menschen in der Region entwickelt worden sind. Das heißt, dass sowohl Leuna als auch Schwedt als zukünftige Industriestandorte gesichert werden können, dass die Arbeitsplätze gesichert werden können und dass dort auch ein Baustein gelegt wird für die Energiewende, in dem zum Beispiel mit grünem Wasserstoff dann dort gearbeitet und produziert werden wird. Und zu Nord Stream 2 hat meine Partei sich klar positioniert. Wir brauchen kein Gas aus Nord Stream 2. Das hat sich ja durch die Anschläge tatsächlich auch erstmal an dieser Stelle erledigt. Natürlich muss Russland seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen, aber es ist keine Frage von Nord Stream 2 oder 1 an dieser Stelle. Es gibt auch andere Pipelines, die Russland im Moment nicht beliefert. Also Russland ist diejenige Kraft, die gerade den Gaszufluss nach Deutschland eingestellt hat. Von daher steht Russland da in der Bringeschuld. Dann hätten wir noch eine Frage von Frau Palzer von der ARD. Sie fragt, ist ein Friedensplan mit Putin und Selenskyj möglich? Ich bin davon überzeugt, Frau Palzer, dass man, vielen Dank für die gute Frage, natürlich so schnell wie möglich in gemeinsame Friedensgespräche eintreten muss. Das lehrt uns auch die Erfahrung aus anderen Kriegen, dass die
obwohl sie im Krieg verwickelt waren, Konfliktparteien miteinander geredet haben, um den Weg für den Frieden zu finden miteinander, um die Perspektiven für eine Nachkriegsordnung, und zwar eine stabile Nachkriegsordnung, miteinander zu gehen. Und von daher denke ich, dass eine solche Initiative, wie wir sie vorschlagen, durchaus möglich ist. Es gibt ja auch Beispiele wie zum Beispiel das Getreideabkommen unter Vermittlung der Vereinten Nationen, die deutlich machen, dass beide Kriegsparteien derzeit durchaus in der Lage sind zu solchen diplomatischen Schritten. Und diesen Weg müssen wir weitergehen, um endlich diesen elenden Krieg zu beenden, um endlich diesen elenden Angriffskrieg Russlands zu beenden. So, damit haben wir keine weiteren Fragen vorliegen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, Ihnen ein gutes neues Jahr und ruhige Feiertage wünschen. Und die nächste Pressekonferenz findet dann im Januar statt. Vielen Dank.